Routinier, der mich heute aber trotzdem, und ich dachte, er könnte mich mit nichts mehr überraschen. Die Rückschlagqualität, die natürlich eigentlich die große Stärke von Timo Boll ist. Da entscheidet sich dann auch ein wenig der Verlauf oder der Weg zur Siegesstraße. Da ist er, der Timo Boll Reaction Ball. Wir übernehmen den Ball. Oder die Formulierung von Richard Brause, das ist überdurchschnittlich da. Trotz des Front-Topspins von Calderano da dann so tischnah. Er spielen kann. Boah. Da der parallele Vorhand-Topspin-Ball, jetzt hier kommend, gut von Timo Boll gesehen, bleibt da dann mit so einem Spinblock aus dem Halbfeld eigentlich gut am Ball, aber Calderano dann beidseitig in der Lage nachzufeuern. Entscheiden. Das wäre ein wichtiger Schritt. Wie gesagt, insgesamt Ochsenhausen jetzt im Hintertreffen. Das Satzende nochmal zu gestalten mit eigenem Aufschlag. Heieiei. So knapp. So dass man auch sagen kann, dass Timo Boll sehr. In den Körper von Calderano zu kommen. Da haben wir es gesehen. Calderano musste kurzweilig da die Bewegung abbrechen. Ein 4-1 für den Düsseldorf. Viel eher mal über die Mitte, über Schnittvariation und Länge. Was war der Schlüssel? Oh, im Rückschlag. Jetzt konnte das Timo egalisieren, sogar da im Vorteil gehen. Hat der Kalder. Das ist erstmal der ganz große Faktor, der sich auch in der Statistik wieder. Auch. Und Calderano. Von Calderano und eigenes Aufschlagspiel. Sehr gut. Spielen, die er sonst tut. Wenn er sich besser bewegt. Wow! Standing Ovation hier im Audidom. Calderano läuft um sein Leben und Timo bleibt Calderano. Vermutlich, obwohl Timo am Drücker war. Wie früh er im Rückschlag sich da bewegt.
Wieder die Abschlagposition von Calderano. Tor! 31, Calderano 27. Trotzdem. Der wäre fast noch gekommen. Und das wäre ein schöner Beweis dafür gewesen, dass es bei Calderano immer so ganz orthodox ist, da er immer feste gegen den Ball schießt und diese Unberechenbarkeit immer wieder unter Beweis stellt. Da geht's. Ecke, Ecke, Taxi heißt es so schön. Von Rückern zuvor in Ecke. Und man denkt, Calderano hat Calderano den gut verdauen. Zu sich selbst sagen, damit wir hier in der Tät. Es bleibt dabei, zu beginnen. Nein. Auf dem Tisch oben drauf, sondern seitwärts. Deswegen ist diese Tischspiel jetzt mit dem Aufschlagspiel. Eine Stufe. Komplizierten, anspruchsvollen Ball. Tief vor und jetzt anspielen wäre eine Maßnahme. Punkt um Punkt, beziehungsweise Topspin um Topspin. Shepherds da ein. Timo versucht alles, doch Calderano wirklich vorn um vorn, immer fester. Das Spiel war so...